So, hey Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Video, und zwar Black Ops 2 Multiplayer. Ich habe mir überlegt, dass ich in nächster Zeit mal anfangen werde, wieder Black Ops 2 Videos zu machen. Ich habe schon mal ein paar gemacht, die waren aber alle scheiße. Genau. Ich wollte, das ist meine erste Folge, ein bisschen erklären, wie ich so spiele, was ich mache, meine Einstellungen und so ein Zeug. Keine Ahnung. Im Hintergrund seht ihr meinen ersten Schwarm. Swarm, wie auf Englisch heißt. Das ist auch ein leckerer erster Punkt. Der dann am Ende witzigerweise Double Swarm, Double K9 wurde. Ich habe mir halt irgendwann mal gedacht, ich mache jetzt super Tryhard Mode. Krieg mal einen Schwarm und einen K9. Und hat das sogar auch funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, wir können wieder machen. Aber genau, am Ende haben wir ein Double Swarm bekommen. Und witzigerweise mein Teammate dann nochmal einen Schwarm bekommen. Heißt, wir hatten einen Dreifach-Schwarm in unserem Team. Und ein Dreifach-Schwarm und dann noch meinen 2K9s. Genau. Das Spiel ist vielleicht ein bisschen laggy. Also es ist ein bisschen laggy, das sehe ich sogar jetzt schon. Weil es den Theater genommen hast, ein Theater-Ding. Weil ich hatte, ich habe in dem Moment nicht aufgenommen, aber ich habe mir halt gedacht, ich würde das schon gerne zeigen, weil ich auch schon irgendwie stolz drauf bin. Ich meine, sowas kriegt man ja nicht alle Tage, wenn man ich bin. Zumindest nicht. Wenn man irgendwie Pro ist, schon. Da habe ich gerade versucht, da hochzukommen. Ich komme nicht hoch. Genau, aber zu meinem Punkt. Ein paar von den Sachen, kauft die Erklärungen. Genau. Wie ihr seht, das Spiel ist auf Englisch. Das ist einfach, weil ich es besser finde. Es hat keinen großen Grund. Nur ich finde, auf Deutsch klingt es einfach nur so dermaßen schwul. Soll es nicht. Nichts gegen deutsche Sprache. Ich liebe deutsche Sprache. Ich bin ein Deutscher. Deswegen. Naja, macht Sinn, dass ich Sprache liebe. Aber diese ganzen Sachen klingen auf Deutsch einfach scheiße. Meiner Meinung nach. Und Leo und Paul haben sich beide auch auf Englisch geholt, einfach nur, weil ich auch fand, dass es besser klingt. Deswegen wird es ja wohl nicht total scheiße sein. Genau, was man hier nicht sieht, dass ich habe meine Einstellung auf Colorblind. Heißt, ich habe nicht diese schöne Rot und Grün, sondern ich habe nicht schöne Rot und Grün, sondern ich habe so eine Art bläulich und keine Ahnung, so ein Blau und so ein Orange. Ich bin nicht farbenblind, also das hat nichts damit zu tun. Ich fand das Farbschema nur cooler. Ich habe auf YouTube immer wieder gesehen, dass irgendwelche Leute es hatten. Ich habe mir gedacht, sieht irgendwie cooler aus als das, was sie jetzt so haben. Deswegen habe ich mir gedacht, mach ich doch auch mal. Ist ja gar nicht so eine schlechte Idee. Und genau. Dann zum Beispiel Spielstil. Ich bin ein SMG-Mensch. Ich meine, ich muss sagen, in dem Spiel ist es schon so, wenn man SMG hat, ist man einfach im Vorteil. Es gibt SMGs für lange, kurze, mittlere, was auch immer, Distanzen. Es gibt alle möglichen SMGs, deswegen hat man praktisch in jeder Situation ist man irgendwie ein Vorteil, außer man hat natürlich irgendwie so ewig lange Sachen und wo dann mal ein Sniper hat oder so, die besser ist. Aber also das ist mit dem SMG ja immer im Vorteil eigentlich. Also nicht immer, aber das ist zumindest meine Meinung. Die haben SMGs im Spiel overpowered gemacht. In Modern Warfare 3 zum Beispiel ist es so. Okay, wenn man MP7 hat, ist man natürlich auch immer im Vorteil. MP7 gewinnt immer. Das ist, wenn ihr nicht MW3 gespielt habt, merke ich eine, wenn ihr MP7 habt, habt ihr jeden Kampf auf jede Distanz gewonnen, egal der Gegner auch noch, mein Freund Kumpel auch noch eine K9 bekommen, fällt mir gerade auf. Also sie hatten sogar dreifach K9 und dreifach Swarm. Aber genau, zurück zum Thema. SMG ist immer im Overpower, hat man bei MW3 mit der MP7 schon gesehen, aber bei MW3 finde ich sogar auch besser, weil
Die anderen MTGs waren nicht alle so extrem overpowered. Also die waren schon noch gut, aber ich würde es bei MW3 eigentlich hauptsächlich, ehrlich gesagt, ich würde es bei MW3 immer noch hauptsächlich Sturmgewehre, also Assault Rifles. Die M4, also M4 ist meine eine Lieblingswaffe in MW3, bei weitem. Keine Ahnung, ich finde die einfach cool, ich liebe die Nachladeadaption und ich finde die Waffe einfach cool im Allgemeinen. Aber ich hab Dinger, wie schon oft bei mir, ich schweife immer gerne ab. SMG ist nie overpowered. Ich habe meinen Combat Record, beste Waffe ist die MP7, zwei beste Waffe ist die MSMC, dann die PW, glaube ich, die PDW. 57, 75, 57, ich glaube 57. Dann ist es, glaube ich, die AN und, also die AN 94, die AN. Und dann worfen die Stabs und die Scorpion. Die habe ich am Anfang ziemlich viel benutzt, einfach nur weil ich, naja, zu schlecht war, um irgendwas anderes zu machen. Aber benutze ich nicht mehr, danach dann irgendwie Scar Agent oder so. Die ersten sind schon bei mir, die besten Waffen, die ich benutze, die ich auch am meisten müsste, wo ich die meisten Kills mit habe, sind alles SMGs. Ich liebe SMGs, sie sind super, kann ich nichts gegen sagen. Ich muss sagen, sie sind ein bisschen overpowered. Also sie sind nicht, ich meine, die sind nicht overpowered. Ich will nicht sagen, dass alle SMGs overpowered sind, aber wenn man SMG hat, hat man in den meisten Fällen einen Vorteil gegenüber zu Leuten, die keins haben. Außer natürlich die total overpowerten Sachen, irgendwie LMG mit Target Finder, RE70, Shotgun oder Camper, Sniper, Noobs, was auch immer. Das ist natürlich wieder was ganz anderes, weil die, naja, gewinnen auch immer. Oder Cap 40. Cap 40 ist die verhasste Waffe bei mir. Also die schlimmste Waffe, meiner Meinung nach zumindest. Da haben alle meine Kinder eins abgeschlachtet. Wie gemein. Naja. Genau, deswegen macht euch mal schön bereit auf viel SMG-Gameplay, was ihr zwar öfter seht, aber also ich würde sagen, zumindest bei großen YouTube-Kanälen sieht man meistens SMGs, aber werdet bei mir auch so sehen, wenn ihr es nicht mögt, dann, naja, schaut euch die Videos nicht an. Ah, das war knapp. Hatte ich Glück. Und genau, ich benutze gerne Assault Rifles, SMGs, meistens SMGs, gerne aber auch Assault Rifles, die machen mir Zeit mehr Spaß. Und ich versuche gerade die Diamond Camos zu bekommen, weil ich habe die Diamond SMGs schon, ich versuche gerade auch die Diamond, da hat es extrem geleckt. Ich versuche gerade die Diamond Assault Rifles zu bekriegen, was nicht zu lange dauern wird. Ich habe schon irgendwie 5 auf Gold oder so, also ich habe die M8 AN, die M27, die FAL und ja, das war's, glaube ich, oder? Ja, das war's. Das sind die Waffen, die ich, die SMGs, die ich auf Gold habe. Und genau, deswegen werde ich da vermutlich auch bald genug schon welche kriegen. Aber naja, werden wir sehen. Ich werde vermutlich nicht so viel Gameplay aufladen, wie ich irgendwie versuche, die Goldskins zu bekommen, weil die sind meistens ziemlich langweilig. Ich meine, dann halt immer Leute versuchen, Headshots zu geben und ich meine, die Headshots sind das, was am längsten braucht für Goldskins oder die One-Shot-Kills bei Snipers und Shotguns. Aber, also ich meine, die Headshots haben echt immer ewig gebraucht, bei mir zumindest. Und dann die Bloodthirsties und all der Kack, die kommen dann schon ziemlich schnell, die Double-Kills. Also, naja. Genau. Wieso ich über Black Ops 2 Commentary machen will, oder Call of Duty im Allgemeinen, vermute nichts anderes hochladen, aber erstmal als Black Ops 2. Ich muss sagen, mir fallen jetzt so auf die Schnelle irgendwie 5 englische Kommentatoren ein für Black Ops 2. Also, sagen wir, Thunder, Woody's Gamertag, Apocalypse, T-Miner Frax, T-Miner Kenworth, keine Ahnung. Sowas halt. Kenny. Alle super Kanäle. Kann ich alle in die Beschreibung packen, wenn ihr wollt. Alle super Kanäle. Aber ich habe überlegt, ich kenne keinen Call of Duty Kommentator-Kanal, der über, sagen wir, 100 Abonnenten hat. Also ich kenne ein paar ganz kleine. Aber ich kenne keine großen, die Call of Duty Black Ops 2
Commentaries machen. Alle Großkinder in Deutschland sind alles so Let's Plays oder so. Und sie haben gedacht, mache ich doch mal für euch eine Marktlücke. Und naja, danke fürs Schauen. Bis zum ersten Video. Oder naja, das erste Video nach dem Video irgendwann einmal. Und genau, ich würde sagen, wir schauen uns die Folge hinkommen. Oder auch nicht. Scheiße, ihr Servus.